Einen wunderschönen Dienstagmittag wünsche ich euch, ihr Lieben. Hier ist eine neue Folge LS22 auf der Rehbach im RP-Projekt. Zusammen mit meiner Wenigkeit und zu Gast habe ich aktuell im Channel den Kevin, mit dem es gleich weitergeht. Schönen guten Tag. Hallo. Grüße. So, ihr Lieben, erstmal noch vielen lieben Dank für die ganzen Abos, für die Daumen nach oben, für die netten Kommentare. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Wir machen mal einfach weiter im Geschehen. So. Mal gucken, erst wird das... Paletten da ins Regal kriegen. Oh, heute ist der Gegenwind aber schlimm, ey. Oh, Hallöchen. Oh, Alter, du kommst dir zu nix. Absolut nicht. Hallo, Kevin. Was ist denn los bei dir? Was ist denn los, ey? Ich hab doch angerufen, dass ich komme. Ja, aber oh, das ist so, weißt du, das ist wie letzte Woche, ey. Du kommst zu nix. Du fängst eine Arbeit an und willst was fertig machen und dann kommt der, kommt dies, kommt das. Oh, schlimm. Echt schlimm. Ja. Los gewesen, oder was bei dir letzte Woche? Ja, ja, letzte Woche jede Menge los gewesen. Hier eine Bestellung kam dann nach der anderen rein. Jeder wollte irgendwie was von mir. Echt schlimm, ey. Ich meine, du siehst ja, ne, der Hof steht hier komplett voll. Hinten der Tieflader. Ja, ne, also, hab ich gesehen, ey. Ja, also jede Menge Maschinen und Teile gekriegt. Kaum ist dein unbeliebter Nachbar nicht da, kommen sie alle bei dir vorbei, hey. Na, hör mal, also wer sagt denn, dass du. Hier. Wer sagt denn, dass du unbeliebt bist? Boah, ja, aber ein bisschen, weißt du, ein bisschen abschreckend wirklich schon manchmal, glaube ich. Ach Quatsch. Mit meinem Chaos. Genau. So, du bist hier wegen der Ballengabel, ne? Genau, Ballengabel und Frontlader. Genau. Müssen wir schauen, was wir eigentlich dran kriege. Ich weiß gar nicht, was für einen Anbau ich habe. Ja, das wäre jetzt wichtig zu wissen. Hast du einen Trecker hier? Ja, ja, sonst komme ich ja nicht her. Ja, gut, dann lass uns mal. Ja, theoretisch hätte ich auch einfach rüberkommen können, ne? Ich meine, ist ja auch nicht weit. So, mal schauen. Ja, da kommt noch. Diese Woche kommen noch zwei Ballenpressen. Die Glasballenpressen kommen auch noch diese Woche. Also, ich habe noch maschinentechnisch, das ist noch so einiges unterwegs. Da ist ja ruhiger. Bei mir kommen nur demnächst irgendwann meine Hühner. Und dann habe ich nur noch einmal bei dir eine Bestellung mit ja, Hühnerfutter und Schaufel. Ja, dann richtig, bin ich erstmal wieder glücklich. Ja. Ich muss irgendwie gleich noch einen Andi anrufen, dass der seine Maschinen wieder abholt. Hier, Kevin, ne? Wo ich hier die Ballenpresse gerade sehe, ne? Da kommt der letzte, ja. Kommt der letzte Woche zu mir an und sagt: Hier, Andreas, guck mal nach der Ballenpresse. Die funktioniert irgendwie nicht mehr richtig. Mit den Seilen. Ich denke also mir so. Also mit der Netzfolie und so. Genau, mit der Netzfolie. Und ich denke mir so: Ja, gut, guckst du mal rein. Digga, da mache ich hinten die Klappe auf. Ein Chaos in der Presse, ne? Aber frag nicht nach Sonnenschein, ey. Da hat sich dieses ganze Gewebe mit Heu und Stroh und, oder was da drin war, ich weiß gar nicht mehr, was da drin war, hat sich alles um die Presse gewickelt. Ach du Scheiße, ey. Der hat nie sauber gemacht da wahrscheinlich. Der hat niemals reingeguckt, ob da was ist, ey. Das hat wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich schon länger drin gewesen. Das hat sich da irgendwann aufgestaut, ey, glaube ich. Ach, ohne Witz, ey. Das hat mich Stunden gekostet, das da wieder rauszuschneiden und sauber zu machen, ey. Das glaube ich dir. Oh Mann. So, da haben wir meinen guten Tracker, ey. So, kannst du mal putzen, Junge. Das alte Schätzchen. Ja, ey, der ist in Arbeit, der ist ein Arbeitstier, ey. Der muss so aussehen. Ja, nee. Du weißt doch, nur eine saubere Maschine. Ist eine gute Maschine, oder was? Richtig, genau. Ja, bei mir muss das wirklich dreckig aussehen. Bei mir muss aussehen, als hätte man schon tausende Stunden geackert, hey, mit der Maschine. Ja, richtig. Okay, ich kann so nicht gucken. Guck mal, was du für einen Anbau dran hast. Dann gucke ich gleich mal im Katalog, ob ich es eventuell auf Lager liegen habe. Hauer? Habe ich... Ne, doch, tatsächlich habe ich nur einen liegen, und zwar den XB190 für 12.000. Das wird der Große sein, oder? Ja, ja, genau, das ist der Große. Das sieht auf meinem echt nicht gut aus. Bei dem Kleinen... Warte mal, ich guck mal gerade in deinem Lagerjournal. Ne, den Kleinen habe ich nicht mehr liegen. Ich weiß, dass ich ihn liegen hatte, aber ich glaube, letzte Woche wurde der abgeholt. Kann ich...
dir bestellen per Express, dann dürfte der so. Sagen wir nochmal, was sagt denn die Uhr gerade? Halb vier, halb zwei. Ja, ich soll ja. Die Ballen da schnell drin haben, weißt du? Ich soll die Kühe vom Micha schnell versorgen. Ja. Warte mal, ich guck mal gerade hinten in Garage. So, gucken hier. Oh, die ganzen Maschinen drüber steigen, du. Doch, da! Kevin! Kevin! Ja! Ich hab noch einen liegen. Hinten in der letzten Ecke liegt er. Ist noch ein niegelnagelneuer verpackt. Was? Eieiei. Ja. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht, dass da, oder wusste ich gar nicht, dass da noch einer liegt. Liegt hinten in der letzten Ecke drin. Wie gesagt, ist noch total eingepackt. So, müssen wir mal gucken nach der Gabel, beziehungsweise, ja doch, Ballengabel oder Ballenspieß, das ist die Frage, gut. Aber du hast recht, hey, den sollte ich wirklich mal putzen, ey. Ne, sag ich doch. Ein bisschen dreckig ist der schon, hey. Ne, da sieht man das Rot gar nicht mehr durch, du. So, Ballen... Kann ich deinen Kercher kurz nutzen? Ja, nimm ruhig. Jawohl, danke schön. Kein Problem. Ist kein Problem. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal schauen, wo ist es denn hin? Ja. Wir haben ja erst August. Wieso bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ach, das ist so. Ja, das ist so. Ich weiß auch nicht. Du gehörst bestimmt zu den Leuten, die Last Christmas auch noch bei 30 Grad im Freibad singen. Ja, sicher. Weißt du, wie es ist? Oh nee, ich mag Last Christmas nicht, ey. Boah, es gibt ja. So viel bessere Weihnachtslieder, ey. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Du bist damit erschlagen, ey, mit dem Lied. Das ist echt Wahnsinn. Ich muss mal gerade was in meiner Garage gucken. Okay. Warte mal. Was ist da denn passiert? Dedim. Aber kennst du das, wenn du so echt so Ohrwurm-technisch was hast, ey? Oh, schlimm. Das ist übel. Ja, das ist übel. Okay, dann komm mal hinten auf den Hof. Jawohl. Mit Tracker. Hui. Ich frag mich zwar... Gut. La. Dun. Genau, dann kannst du nämlich. Ja, hier hinten. Hier, Ich seh dich schon. Genau. Ja, wie soll ich da rankommen? Zieh mal den Anhänger weg. Komm, ich koppel den. Ich mach ihn dir dran. Dann zieh ihn einfach vor den Ruder. Ja. Wenn du jetzt auch noch die Kupplung triffst, bist du gut. Ich wollte ja nur umdrehen. Schön langsam. Die sind neu, denk dran. Ja, ein paar Gebrauchsspuren sind auch nicht so schlimm. Ja, dann haut mich an, die du. So, acht, noch so. Ein Stück.
Noch ein Stück. Ja, so ist gut. Warte. So. Einfach nach vorne. Ja, so ja. Ja. Oder? Genau. Ja, das passt. Warte. Okay. Schläuche ab. Abkoppeln. So, wunderbar. Da siehst du mal, hier komplett noch eingepackt das Ding. Junge, Junge, Junge. Verrückt, ey. Ja. Da mach ich gleich die ersten Kratzer dran hier jetzt. Das ja, musst du ja. Sehen, ey. Ja, ja. Ah, siehst du schon den ersten Tatzer dran? Ah, Mann, Mann, Mann. Das muss Mann, so, Mann. Das muss so. Nein, Junge. Oh, und die anderen dachten, oh, das muss Kratzer haben bei mir. Hast du mein Messi gesehen? Der hat mehr Kratzer als, weiß nicht. Als ich Unterhosen im Schrank. Glaub dir sogar. Oh, was soll das denn jetzt heißen hier? so, wunderbar. Genau, jetzt mal den noch dran hier. Noch ein Stück. Okay, das musst du, glaube ich, machen. Guck mal, ob du einen Knopf hast. Wunderbar. Du musst mir den aber nochmal vorne hinlegen, weil ich das ja auf dich überschreiben muss. Jawohl, kein Problem, werde ich sofort machen. Ja, genau, dann komme ich eben nach vorne. Oh, hier Sport wieder heute hier. Junge, Junge, Junge. Bin schneller. Ich war Leistungssportler. Wuhu. So, gerade hier in die Papiere reingucken. Wo ist denn das Ding? So. Einmal an den Kevin. Einmal. Und zweimal. Wunderbar. Rechnung schicke ich dir dann. Jawohl. Ne? Ich okay. Nicht zu teuer. Nein, nein, alles gut. Jo, bis denn. Ciao, ciao. So, ihr Lieben, ihr habt es gerade im Chat gelesen. Schon Stopp. Gut, bei mir sind es jetzt mal gerade 13 Minuten, aber macht ja nichts. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt in die Kommentare und wir sehen und hören uns dann morgen zu einer neuen Folge hier im LS22 auf der Rehbach. Macht's gut, bis dahin. Tschüss und bye bye.